Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts mit dem Seras. Servus. Und nachdem ich in den letzten Folgen immer unfassbar abgekackt habe, weil ich kein Gegenmittel gegen Seras Hobbitze finde, habe ich mir gedacht, ich ziehe mir das Glück heute auf die eigene Seite. Und wir spielen heute gegen ein KI-Team und schauen einfach mal, wie es läuft. Du spielst mit Buster. Das wird sich zeigen, welchen. Also wir haben, glaube ich, dann zusammen. Ach stimmt, wir haben hier nur einen, stimmt. Mhm. Und ich habe Gürteltier eingestellt. Ich kann natürlich auch Buster einstellen. Ich bin mal gespannt, weil ich habe die Vermutung, es ist immer der das Team macht. Okay, ja, gucken wir einfach mal. Wir haben eine ganz normale Standard-Map. Ist es nicht. Ich bin oben. Und wir müssen direkt anfangen zu bauen, weil der Kollege schwart nicht. Ich habe aber trotzdem 9 Minuten Waffenstillstand. Allerdings sehen wir die gegnerische Base. Vielleicht ist das sinnvoll. Mal gucken. Ich versuche heute mal ein bisschen effizienter zu bauen. Ich habe mir mal meine Spiele angeguckt, was ich so richtig verkackt habe. Und das versuche ich heute mal ein bisschen nicht zu verkacken, sagen wir es mal so. Naja, sehen wir es positiv. Du hast immerhin gemerkt. Ja, ich hoffe es. Aber Ressourcen haben wir alleine, oder? Ja. So aus. Müsste, ja. Ich glaube, das konnte man auch irgendwo einstellen, dass man das zusammen hat. Ja, genau, aber ich habe jetzt gerade nichts eingestellt. Also, guck mal, jetzt geht's runter. Mach nochmal was. Ne. Wir können uns ja ein bisschen aufteilen. Ja, hatte ich auch überlegt. Also einer, ich würde sagen, sogar der obere geht auf sowas wie Mörser und Raketenabwehr. Ja. Also ich werde auf jeden Fall wieder Flux bauen, ein bisschen. Naja, was ich bauen werde, ist klar. Wir haben übrigens einen mittleren Gegner eingestellt. Weil laut Seras die Starken einfach, also die Schweren heißt es ja, glaube ich, zu böse sind. Also wenn wir jetzt hier voll durchrocken, können wir das gerne machen. Aber ich habe mir Videos angeguckt, wo die echt übertrieben sind. Ja, durchaus möglich, also... KI cheatet ja dann doch ab und zu mal ganz gerne. Oh, das macht mich in Strategiespielen mal so fuchsig. Es gibt, ja, gut. Das ist halt immer die Frage. Es gibt ja mittlerweile, es gab ja letztens einen Test mit einer KI in StarCraft, die ja 99,6 aller Spieler besiegt hat. Ja, Goldstatus irgendwie, Platin-Spieler, was weiß ich. Und das Krasse ist, die haben die halt mittlerweile so runtergenervt, weil am Anfang, hat die halt alles dominiert, weil sie einfach unfassbar hohe APM hatte. Ja klar, die hat halt keinen Finger, den sie bekrümmen muss, ne? Genau, und das haben sie halt zurückgeschraubt, deutlich. Ob das der gefällt? Ich find's auch nicht unbedingt, muss ich sagen, besonders sinnvoll. Weil das ist ja quasi der Vorteil von der KI, dass die eben... ja, diese Einschränkungen ihm nicht haben muss. Ja. Deswegen weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Naja, wenn man die Vorteile der KI auf menschliches Level runterbringt, musst du dich auch nicht gegen KI messen. Ja. So, also die erste Flak steht. Ich werde aber mindestens 2 oder 3 bauen. Ja, viel höher kann ich dann nicht bauen, sonst splasht die, glaube ich, direkt los. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Tunnel quasi baue. Wille. Pass vor allen Dingen bitte auf, dass du um deinen Chor nicht wieder hochexplosives Zeug rumbaust. Ja, hab ich nicht. Guck, die bauen schon ganz schön fix und vor allen Dingen statisch relativ gut. Irgendwas müssen sie ja können. Boah, Alter. Meine Scheiße, ich wieder zusammen Zimmer. Thank you.
Villa. Alter, was, wie sieht denn deine Front aus? Sie versucht die Alien Queen nachzubauen. Stimmt, so ein bisschen von der Silhouette her. Also ich glaube, so schnell hatte ich noch nie meine zwei Flaks. Ich glaube, ich kann Scharfschützen von dir mitbenutzen. Kannst du vielleicht irgendwo einen hinbauen? Ja. Jetzt erst nochmal ein bisschen Strom. Ich glaube, ich spanne das mal nach hinten ab. Aufpassen, ne? Wenn dein Zeug auf mich fällt, macht's mir Damage. Weiß, deswegen spanne ich sie ja jetzt auch nach hinten ab. Das erinnert mich jetzt voll an die Spider-Man. Spider-Man? War das Spider-Man? Ja, mit den Booten. Wo das Boot zusammenhält? So, ja. So. Du möchtest einen Scharfschützen haben. Der kommt doch nicht. Eigentlich brauche ich das nach hinten. So. Also guck mal, ob du den benutzen kannst. In irgendeiner Form, ob du den anklicken kannst. Das sehe ich, glaube ich, erst, wenn die Zeit rum ist. Okay. Was brauche ich denn hierfür? Sag mal, deine Turbinen, erreichen die eine hohe Prozentzahl? 100, ja. Meine erreichen unten nur 60 und höher kann ich nicht, sonst blockiert dein Bauwerk meine Energie. Natürlich blöd. Also gut, man kann mit der Master das ausgleichen, aber es ist halt irgendwie... Meh. Ja. Muss es auf jeden Fall. Achso, du hast schon geupgradet. Ja. Warum kann ich denn keinen erfordert Waffenkammer oder Werkstatt? Waffenkammer habe ich doch. Achso, ist zu teuer. Krieg ich da hinten die Schornraketen? Magisch nicht. Ich will gar nicht wissen, mit was die gleich angreift. So. Waffen. Kammern sind gebaut, so wie ich sie haben möchte. Wobei, warte mal. Eigentlich könnte ich doch da. Ich kann das Ding auch nach oben ballern. Habe ich noch nie eine Basis in letzter Zeit gebaut. Ja, warum könnte ich das nicht? Oh, fuck. Was war das? Das ist mein zweites Tor für meine Waffe. Ja, ich baue gerade Panik mit. Es hört sich auch so an. Auf, komm. Oh shit, ich habe noch keine einzige Batterie gebaut, fällt mir gerade auf. Was hast du nicht gebaut? Noch keine einzige Batterie. Oh. Oh, nicht schlecht, Kollege, da hat er
Oh, deine Flak schläft. Ich weiß nicht, warum die nicht geschossen hat. Also die eine ist kaputt leider gewesen, aber... Nee, ich kann deinen Scharfschützen nicht benutzen. Gut, dann reiße ich den nämlich wieder ab. Ist das ein Stufe 2 Scharfschütze? Nein. Okay. Reiß den jetzt ab. Ja. Warum kommen die nicht? Meine Flak macht nix. Warum macht die nix? Verstehe ich nicht. Strange. Boah, nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie manuell bedienen muss, weil dann wird's echt räudig. Na gut, also wenn da jetzt was kommt, ich leg die mir auf die 1 und die 2, dann mache ich sie manuell, aber... Blöd. Alter, die sind ganz schön präzise. Mhm. Nur, dass sie mir die Flak gekillt haben. Aber wenigstens benutzen sie so nur Kacksachen. Mal schauen, wann sind meine Laser endlich fertig? Erst den oberen oder erst den unteren? Also der obere ist ziemlich stark gepanzert, der halt hinten drin arschvoll... Testen wir mal. Oh! Okay, jetzt wird's interessant. Okay, ich glaube, die haben dir gerade verraten, wie du das kontern kannst. Ja, mit sehr, sehr viel MG-Leistung. Hast du nur den Flammenlaser? Nö, auch den blauen. Dann warte. Warum gehen die nicht auf? Warum gehen die nicht auf, die Türen? Ja, genau. Also mit dem Flammenlaser weaken und dann mit dem Partikellaser zerstören. Ja. Okay, ich werde jetzt definitiv den unteren behaken, da kommt nicht so viel MG-Feuer. Oh oh, deine Flak bereithalten bitte. Da kommt jetzt Schwarm. Ja, ist zum Glück nur ein Schwarm. Thanks. Okay, ich werde mir jetzt definitiv noch mein Flakzentrum bauen. Verdammt, ich kann's nicht, ich habe keinen Platz dafür. Hast du mal deinen. Wir können unseren Dingsbums machen, ne? Mache ich gleich, sobald ich wieder feuern kann. Achso, ich habe eben. Das ist deine Rakete. Alter, hast du gerade die Evasive Manövers von meiner Rakete gesehen? Ja, und dann habe ich festgestellt, dass die wieder meine Flak gekillt haben, die Penner. Ah. Da war langsam mal da drüben Schicht im Schacht. So, willst du es aktivieren? Ich habe ja keine Waffen, wo es was bringen würde, also. So, ich bin mal gespannt. Okay, okay. Boah, Alter. Das geht einfach durch wie Butter. Verdammt, das hätte auch für die Atomrakete gegolten. Warte, eine Atomrakete mit Uran? Nein! Du hast fast meine Rakete abgeschossen. Ja gut, aber ich habe auch seine aufgehalten. Boom. Ey, diese Haubitze ist so OP. Ja, nee. Was ist denn das für ein zweiter Mannequin? Ich kenne ihn auch nicht. Er sieht voll, keine Ahnung, wie Leatherface aus. Ja, ne? Wollen wir noch eine Runde machen auf schwer? Können wir machen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so mega lang. Ja, selbe Map oder eine andere? Mir egal. Ja, komm, lass mal die gleiche machen, dann können wir es wenigstens vergleichen.
Schon wieder unten? Ja, auch wieder oben. Okay, also Flak werde ich dieses Mal anders bauen. Ich persönlich baue Flak nie hinter Türen. Ja, ja gut, aber du hast ja gesehen, wie präzise die gekillt haben. Ja, yeah, ich baue die immer in so Senken rein quasi. Also nach vorne nur MG schützen, die kannst du easy replacen, das kostet dich kaum was. Und Flak quasi in so Vertiefung, als wäre das so ein Geschütz in einem Schiff oder so. Das hier machen wir mal alles schön kleinteilig, da kriegen wir viel Zeug unter. Hier machen wir mal eins breite. So. Jetzt haben wir gürtelt hier. Stimmt. Ja gut, jetzt, dann kann ich auch meine Flak so bauen, wie ich sie immer baue. Ja, das stimmt. Es ist korrekt. Das Grid ausmachen, das nervt. Ja. Also, ich krieg hier keine 100% Turbinen. Nee, jetzt komischerweise krieg ich. Doch, jetzt. Hä? Eben als ich sie gebaut habe, hatten sie keine 100%. Ich verstehe es nicht. Na gut. So. Schon mal anfangen, die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen. Ich glaube, die hier baue ich tatsächlich weg, falls da mal was durchkommt. Das ist kacke. Was baust du weg? Unterm Kern ist genau eine Batterie, die habe ich jetzt. Die baue ich von Anfang an immer weg. Das ist ja. Bonusressourcen für den Start. Okay. Genau wie das Geschütz. Oder die Tür meistens, aber hier brauche ich sie. Das stimmt, wenn wir hier die Tür und die Kammer zumachen. Also du kümmerst dich wieder um Flak? Ja. Gut. Lol, wenn du Türen abbaust, faden die so langsam weg und werden zu einem normalen Stahl. Ja gut, ich habe sie ja gerade umgebaut. Ja, yeah, aber das sah trotzdem sehr interessant aus. Ich hab's hier nicht abgebaut. Kann ich was davor bauen? Kann dir echt nicht zu nahe kommen. Also der komplette Grasstreifen vor deiner Basis ist quasi der Radius, den ich von dir wegbauen nur kann. Also ich hab's gerade mit dem Seil versucht. Also näher komme ich in die Quere. Zwei Flaks auf dem Weg. Kann ich logischerweise keine. Nee, das habe ich nicht bedacht. Ja, guck mal rüber. Ja, das gibt gleich gewaltig auf die Mütze. Ja gut, aber nee, die sehen doch genauso aus wie eben. Nee, nee. Doch, aber hallo. Also der untere hat 3 Türen mehr als vorhin. 3 Türen. Das ist ja quasi nichts. Vielleicht sollte ich dann doch Doppeltüren bauen. Machst du das immer noch nicht? Ja, ist. Gegen dich mache ich sogar Dreifachtüren, aber. Aber das habe ich schon immer gemacht. Das war ja am Anfang das Problem von dir. Du hattest ja mal eine Zeit, wo du gar nichts gegen mich machen konntest. Ja, und dann habe ich jetzt den Mörser gekriegt. Genau.
Also das unten, das Feld ist richtig nervig. Du hast am Ende noch so einen kleinen Fitzel über, den du nicht bebauen kannst mit einer Mine. Oder einem Ja. Raketenwerfer. Bitte. Weil ich halt echt nicht weiß, was da auf uns zukommt. Autsch. Also ich rechne mindestens mal mit Autokanonen. Dann ist meine Schutzvorrichtung vielleicht doch nicht so lächerlich, wie ich gedacht habe. Erstmal hier den Shitty upgraden. Ich hab noch keine Waffen, ne? Aber meine Verteidigung steht schon so halb. Ich habe drei Flaks. Wow. Ja, und guck dir mal, was ich da vorne für eine Türkonstruktion baue. Das ist halt echt gerade auf maximalen Schutz ausgelegt. Wird wahrscheinlich durchgehen wie Butter, wenn da was Großes kommt, aber. Aber wenn ich hier vorne Türen hinbaue, geil, das geht. Was? Türen beeinflussen nicht die Ventilatoren, die Windräder. Ja, Wo siehst du das? das ist ja witzig. Ja, bau mal ein Stück Stahl hinter deine. Während du baust, wirst du sehen, dass du Wind verlierst. Wenn ich das mit der Tür mache, nicht. Also eigentlich sollte das nicht gehen. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert, wenn die Tür fertig ist. Ja, doch, lol. Ja, geil, liebes Spiel. Verarschen kann ich mich selbst. Nee, es geht Ja, weil natürlich nicht. deswegen gab es in der Mod ja diese Türen, diese Türen mit Löchern quasi. Ja. Ja, es gibt ja auch jetzt die Energietüren quasi. Bei dem einen Dingsbums. Bei dem einen Commander, der hat ja Ja. Energie Shots. Oh, das wird gleich so furchtbar. Also du passt auf mich auf, ja. Ja, ich hoffe, also ich setze jetzt alles darauf, dass meine Automatiktüren wieder ordentlich funktionieren. Ich glaube einfach, dass die zu langsam waren letzte Runde. Also so wie ich es gesehen habe, haben die sich gar nicht bewegt. Ja, das noch dazu, aber ich glaube, die haben es einfach nicht schnell genug gecheckt, hoffe ich. Weil sonst haben wir ein Problem, weil sonst das kann ich nicht alles manuell machen. Dieses Spiel ist manchmal so dumm. Boah, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Alter, guck diese Klemmen. Ja, meine Türen gehen nicht auf, ist der Hammer. Und meine Flak hat nicht Warum? mal. Die Flak, die offen stand, hat nicht geschossen. Hast du das vielleicht ausgemacht? Weil das ist eine Option, die man ausmachen kann. Nein. Ja, gut, also. Meine Stromversorgung ist jetzt gerade komplett offengelegt. Das ist ja ein Witz. Na ja gut, dann muss ich halt wieder die Kackdinger manuell bedienen. Das ist stressig gegen Hart. Ich kann nichts gegen machen, weil die Kackdinger nicht von alleine schießen. Das ist zum Kotzen. Da hätte ich es auch gleich weglassen können, ohne Witz. Da hätte ich lieber schön in fette Waffen investiert.
Das hier ist doch... was ist das hier für eine Schaltfläche? Die ist immer so. Interessanterweise greifen sie halt nur mich an, ne? Ja, gut, sag das nicht, ne? So. War nicht ein eingeschenkter drin. Wenn ihr jetzt bitte mal aufhören, meine in Produktion befindlichen Schilde lang zu legen. Ich igel mich hier jetzt so ein, in der Hoffnung, wenigstens einmal meinen Mörser abfeuern zu können. Au. Die mobben meine Energieproduktion. Ich finde es halt krass, wie die sowas fokussen. Mhm. Lol, hast du das gerade gesehen? Nee, was ist da passiert? Da kam eine EMP-Rakete und dann hat ein Sniper geschossen und die in der Luft getroffen. Ja, gut. Wir sind noch nicht tot. Was ist das? Was denn? Der hat mein Und schon wieder. Mein Dingsbums. Mein Mörser einfach weggenudelt. Tür geh jetzt auf, meine Güte. Sehr schön, der hat gesessen. Also ich habe jetzt einen Plan. So, ich baue jetzt meinen ersten Laser. Boah, scheiße, Alter. Tun sich gegenseitig voll die Waffen zerschießen. Ich glaube, bei diesen überdimensionierten Basen müssen wir nur unten einmal quasi einen Keil reinkriegen. Okay. Das Versuch wert, würde ich sagen. Alter, was war das? Achso, das waren die. Ja, aber der Stahl ist. Boah, krass. Jetzt haben sie meine erste Schutzschicht komplett durchnudelt. Ja, da ist Stahl hinter. Und, hast du getroffen? Nee, hier kommt nicht mehr die Hälfte. Ah, ja, ich Alter. Bin... Alter, wie viel sind denn das? Zwei oder drei? Drei. Na gut. Hier muss ich dicht machen, sonst ist hier gleich Feierabend. An der Stelle. Mach die Tür zu, verdammt. Das ist halt ein absolutes Einigeln. Ja. Lass mal eine Selbstreparaturstation bauen. Guck, die zerschießen sich gegenseitig immer. Alter, diese Autokanonen sind halt echt übel. Ich. Verdammt! Auf schneller, ich brauch Geld, ich brauch Geld. Oh fuck.
Oh, Glück gehabt. Wenn die einschlagen, während sie brennen, das tut echt weh. Das war auch nicht gewollt. Ich weiß gar nicht, ob du meinen Mörserschuss anzünden kannst. Doch, klar. Ja, aber das verringert halt leider das auch. LOL! Alter! Als ob er's gerochen hätte! Mach die Tür zu! Also ich verzichte jetzt komplett auf eigene Energieproduktion. Okay. Ich habe eh keine Chance, da irgendwas aufzubauen. Boah, Alter. So, Stunde der Wahrheit. Das, was du beschießen willst, ist nicht mehr da. Ne, wohl. Wow. Nein! 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 Oh, wir können auch schon lange unseren Commander mal benutzen, aber... Was macht der nochmal? Billig Panzerung, ich glaube, das könnten wir jetzt eigentlich gebrauchen. Komm, wir sehen so übrigens die Panzerung vom Gegner. Ah. Alter, siehst du das? Siehst du das unten beim unteren? Das ja. zweite Ebene von unten. Ja. So, du Penner. Den hole ich mir. Mach die Tür zu. Lappen, ey. Ich baue jetzt noch einen schönen blauen Laser. Achtung! Alles in Ordnung. Treffer! Ja? Ja, der hat ein ganz schönes Loch unten abgekriegt, wie du siehst. So, dann halte ich auch nochmal rein. Oh, oh. Ist halt auch echt interessant, wie die das versuchen mit den Snipern. Hm. Oh, verdammte Scheiße. Warum verdiene ich gerade kein Geld? Kann man sich Geld überweisen? Nee. Next. Nein! Hast du das gesehen? Wie wahrscheinlich ist sowas? Oh Mann, wie bitter. Alter, was da runterkommt, ey. Das ist doch nicht mehr feierlich. Oh oh, das ist nichts gut. Du neigst dich. Ja, ich habe auch kein Geld leider, um mich zu reparieren gerade. Scheiße, der hat einen Punkt für seinen Mörser reingefunden. Tot? Nee. Nee. Oh, bei mir brennt's. Ich werde jetzt sterben gleich. Nein. Warum machst du sowas?
Er hat leider meine Schilde weggekriegt. Finde ich jetzt nicht geil, weil ihm dann ein Zeug mir wehtut. Kann ich bei dir mitbauen? Nein, kann ich nicht. Das ist böse. Na gut, aber der Typ oben dürfte dich mit seinen Autocannons eigentlich nicht gut treffen können. Krass. Was? Wo ist das denn bitte abgeprallt? Das frage ich mich auch gerade. Und vor allem, warum gab es keinen Splash Damage? Ja, gut. Komm hier. Bam. Oh, ich kann nicht mal mehr den Commander bedienen. Okay, aber so ganz toll treffen tut er manchmal nicht. Dickes geladen. Gucken, ob er jetzt trifft. Kann ich schießen? Kann ich nicht schießen. Tür vielleicht kaputt. Nee, ich habe nicht genug Energie. Oh. So, mit einer einzigen Zelle da hinten, die 12% bringt. Eher nicht so. Jetzt komm schon! Einmal noch! Ah, nein! Bitte, bitte. Bitte. Jeez, einmal noch. Kannst du? Die mobben mich. Ganz stark. Achso, mobben. Du konntest doch gerade schießen, oder? Nee, die Tür oben repariert. Und der Mörser repariert auch. Sobald der fertig ist, schießt er. Bitte. Ach komm schon! Aktivier mal dein dieses Gürteltier. Dann wird das alles ein bisschen billiger beim Reparieren. Es geht schneller. Auf, do it. Alter, was hat der denn da alles? Eigentlich. Ja, irgendwie eine Kombination aus Schilden und Stahl. Nee, das Problem ist, guck dir mal die Struktur an. Der hat Cross-Bracing über Cross-Bracing. Ah. Also der hat halt ganz viele Lagen. Stimmt. Schlafen die jetzt? Ey, da hat er doch eine große, aber benutzt er sie nicht. Da kann man nichts machen. Ich finde es schade, dass ich halt nicht gucken kann, was die so machen, aber. Ja. Dann immer mehr Mörser. Au. Was brauchst du denn jetzt da hinten für ein Türmchen? Ich habe überlegt, ob ich mir deine Ressourcen hole. Kannst ja mal gucken, ob es geht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. LOL! Also. Ja, komm, ganz ehrlich. Ja, ich mach die Panzerung für euch weg, ihr dürft. Auch der eine Mörserschuss hat gelangt. Ja. Alter, wie viel Damage die gemacht haben. 137.470. Ich würde sagen, wir haben ganz gut durchgehalten. Ja, würde ich jetzt auch mal behaupten. Also, wenn ihr mehr von Co-op-Action
sehen wollt, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.